Hallo und herzlich willkommen bei uns hier. Wir sind nicht im Wochenende. Nein, wir sind zu Hause geblieben, weil wir wollen euch unser neues Radio Navi vorstellen. Und zwar ist das von Zenec, das ZE3766. So schaut's aus. Also erst einmal ganz kurz zur Optik. Wenn man ins Fahrzeug kommt und sieht diesen großen Display, es ist schon ein ganz anderes Bild hier. Es ist ein 9 Zoll Display, 22,9 cm diagonal und es fügt sich so schön ein in das Cockpit vom Ducato, das wertet es auch auf. Auch dieser Klavierlack, das glänzt alles hier. Also optisch finde ich, es ist ein Eyecatcher. Und ja, wie gesagt, also von daher kriegt es von mir schon mal die Note 1. Ja, und es wurde nicht nur für den Ducato gemacht, sondern es passt auch in den Peugeot Boxster. Und den Citroën Jumper, ne? Genau, da passt es auch rein, ja. Genau. Ja, besonders gut finde ich natürlich diesen Doppeltuner bei DAB. Und zwar hat er zwei Tuner eingebaut. Der eine strahlt jetzt gerade hier unseren Radiosender aus und der andere sucht im Hintergrund den nächstbesseren Sendeempfang für diesen Sender, den wir jetzt ausgesucht haben. Ja, und hier haben wir unsere Programmpakete. Ja, Deutschland, der Unterfranken, Oberfranken, Nürnberg und Bayern. Jetzt können wir mal umschalten. Wir sind ja im Raum Oberfranken eigentlich zu Hause und da gefällt uns immer ganz gut der Radio Bamberg. Ja, der ist es hier. Der spielt jetzt auch schon im Hintergrund. Den kann ich jetzt natürlich nicht aufdrehen, weil sonst kriegen wir GEMA-Probleme. Ja, dann können wir auf Info schalten, wie der Sender heißt und so weiter und was er gerade abspielt, zeigt er uns auch manchmal da. Hier im Hintergrund läuft nun mal das Navi hinterher. Ansonsten haben wir das Logo vom Sender. Das haben wir von allen übrigens. Egal was für ein Radiosender wir haben, das Logo ist immer dabei. Und wenn man dann aufs Logo drückt, könnte man das, die Navigation weiter verfolgen. Umschalten aufs Navi geht hier über diese Taste dann ganz schnell. Der Radiosender ist trotzdem hier unten für 3 Sekunden eingeblendet. Und wenn wir jetzt nochmal aufs Navi drücken würden, dann kommt diese Senderleiste nochmal und wir könnten auch den Programm dann wieder umschalten. Ja, wir haben auch hier bei diesem Radio haben wir zwei zu freien verfügbaren Favoritentasten. Einmal ist es jetzt hier die Alt-Taste. Da habe ich meine Einstellungen einprogrammiert. Also sobald ich auf den Alt-Taste drücke, komme ich zu meinen Einstellungen. Und die Favoritenleiste ist mein Equalizer. Also da könnte ich jetzt den Klang und so weiter schnell mal verstellen, wie ich es brauche. Es geht auch mit der Hand. Ja, also es funktioniert alles einwandfrei. Sofort auf Anhieb. Ich bin begeistert. Ja, wie gesagt, jetzt gehen wir nochmal zurück aufs Navi. Da sehen wir unseren Sender. Den, wie gesagt, den können wir dann einmal umschalten, wie wir es brauchen, was Neues hören wollen. Da ist die Empfangart, die wir jetzt gerade haben. Wir gucken oder wir hören jetzt gerade über DAB. Jo, hier haben wir die Home-Taste. Da haben wir den Tuner. Also wie gesagt, unser Radio, dann der Navi und die Kamera nach hinten. Die Kamera ist auch wieder ein, finde ich richtig toll. Ne? Wir haben einen richtig großen Bildschirm und man kann jetzt hier noch seine Hilfslinien, könnte man noch einblenden und bearbeiten. Die sind hier. Markierungen. So, jetzt haben wir die Hilfslinie 1, Hilfslinie 2, Hilfslinie 3. Da könnte man uns jetzt ein Metermaß oder irgendwas da hinten hinlegen und dann könnten wir das bestimmen, wie groß sie sein sollen. Ja, zum Beispiel könnte man jetzt hier ein Metermaß und auf 10 cm stellt man dann seine Orangenlinie ein. Das ist die Linie 3. Ja, die kann man dann vor und zurück oder breiter machen oder schmäler machen. Ja, und genauso kann man das auch mit den gelben, das ist die Linie 2, vor und zurück, breiter machen, schmäler machen und mit der Linie 1, mit der grünen genauso geht das. Aber ich habe die, ehrlich gesagt, habe ich die noch nie richtig benutzt. Ich habe sie eigentlich immer ausgeschaltet. Ja, ich sehe ihn genau im Rückspiegel, wo mein Heck gerade ist und hier sehe ich genau, ob was im Weg sein würde. Zu erwähnen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja, gerne. Aber zu erwähnen ist, dass drei
Kameras angeschlossen werden können? Drei Kameras können wir anschließen. Kann man hier von Kamera 1 zu Kamera 2 zu Kamera 3 umschalten. Ja. Auch würde es funktionieren, wenn man eine Kamera mit Ton einschalten, anschließen tät. Da wird man dann automatisch auch noch den Ton dazu haben. Also das ist auch, wie gesagt, schön groß. Das alte war ja nur so klein und da hast du es dann nicht genau erkennen können, was alles da hinten drin ist. Aber das ist echt mal eine super Geschichte. Ja, und ich als Beifahrer habe ja auch so manchmal meine Aufgaben. Ich kümmere mich um die Navigation, dass wir auch dort ankommen, wo wir hinwollen. Und das Navi zeigt sich da so, dauert es einen kleinen Moment. Machen wir hier unseren, dann gehen wir auf neue Route. Und jetzt, was auch ganz neu ist, können wir uns dieses langwierige Bad wie Bad Waldsee sparen, das St. Beta können wir uns sparen, wenn wir nach St. Peter Ording wollen. Wir können uns aber auch die Umlaute sparen. Er findet auch, gehe auf Adresse und gebe es hier ein. Er findet nämlich dann auch, wenn ich nach Büsum will, gibt es einfach Büsum ein. Ja, genau. Hat er schon. Hat er schon. Also Büsum wird automatisch Büsum, Straße. Dann sparen wir uns das mal. Fahren zum Stadtzentrum. Genau. Schauen wir uns das erst einmal um. Jawohl. Dann als Ziel auswählen. Ja, das berechnet er die Route. Das dauert einen kleinen Moment, ist ja ganz klar. Ist ja auch eine ganz schöne Strecke. Schauen wir mal, wie lange wir brauchen. Müsst ihr gleich haben. Jawohl. Ja, das sind 699 Kilometer. 7 Stunden 22 Minuten würden wir brauchen. Genau. Dann gehen wir mal auf Navigation starten. Jawohl. Und dann. Ja, gibt es die Möglichkeit, Campingplätze oder Stellplätze zu suchen, ne? Ja, weil die Strecke ist uns heute nämlich ein bisschen zu lang. Ne? Also gehen wir hier am Zielort entlang der Route, suchen wir uns was. Und am besten irgendwo suchen wir heute Abend vielleicht noch was zu essen kriegen. Wenn man ungefähr, wenn man vielleicht so 250. Ja, auf der rechten Seite sieht er das, wie genau weit die ganzen Campingplätze, Stellplätze von uns jetzt hier aktuell weg sind. Oh, gucken wir mal. Oh, so 300 Kilometer schaffen wir. Das Restaurant Müller Tifoli. Das hört sich gut an. Das hört sich. Schauen wir mal, was er zu bieten hat. Der Tifoli. Zeigt es an. Gehen wir wieder hier oben drauf. Jawohl. Dann habt ihr hier die Adresse. Gleich eine Telefonnummer, Internet und jetzt gehen wir auf Info, da haben wir es, ist ein Restaurant, allgemeiner Stellplatz, kostenlos bei Verzehr, genau so suchen wir für unterwegs. Oh. Na? Perfekt. Wenn ihr nicht essen wollt, ist es kostenpflichtig, hat das Ganze hier offen und hat 3 Stellflächen. Einmal frei, perfekt, da fahren wir hin. Ja, und wenn ihr das unterwegs gerade beschließen tätet, dass ihr doch nicht mehr weiterfahren wollt, da gibt es auch die Möglichkeit, geht nochmal zurück. Noch weiter zurück. Nochmal weiter zurück. Ja. So, und haben wir da oben entlang der Route oder du kannst gerade an dein am aktuellen Standort gucken. Wenn du sagst, oh, ich kann nicht mehr weiterfahren, ich bin jetzt müde oder was, genau. Dann guckst du halt, was ist der nächste weg. Und das wäre jetzt hier zum Beispiel der Stellplatz an der Sportinsel. Zum Beispiel. Und da möchte ich dann einfach hin. Ne, da kannst du es auch nochmal gucken. Du musst auch die ganzen Infos, die Adresse dazu und so weiter und die Info. Genau. Ja, das löschen wir mal wieder, unser Ziel. Und gehen dann wieder zurück auf Home. Genau. Ja, was auch besonders schön ist, der hat keinen Lüfter mehr eingebaut. Ne? Der ist also passiv belüftet und der stört jetzt kein Lüftergeräusch mehr, wenn man jetzt klassische Musik oder was hört oder so. Ne? Der ist einfach, wie ihr jetzt hört, total ruhig. Die CNX Smartphone Remote Control App, mit der kann man die Medienquelle und die Lautstärke vom CNX bequem aus steuern. Das CNX hat außen am Gehäuse die Bluetooth-Antenne, mit der man dann auch zum Beispiel Kopfhörer oder eine Musikbox ansteuern kann. Also wenn man dann zum Beispiel draußen sitzt und hat seine Musikbox, Bluetooth-Musikbox eingeschaltet, kann man von außen einfach die Lautstärke per dieser App steuern. Ja, die Einstellung findet man aber auch hier auf den großen Icons.
kann man hier auf die Einstellungen gehen zum Beispiel. Man kann das ganze Navi auch schützen gegen Diebstahl. Da kann man hier eine Passwortfunktion einrichten, die kann man dann da einschalten und gibt dann hier ein Passwort ein, was man sich selber ausdenkt. Und da kann es ja nie, dass jemand klauen tut. Ja, braucht er das Passwort, um überhaupt das Radio wieder in Gang zu kriegen. Also das könnte man sich jetzt hier schützen, wenn man das will. Wir machen das aber lieber wieder aus, sonst vergessen wir das Passwort und dann kommen wir nicht mehr da rein. Natürlich kann man unseren Stadtbildschirm mit unseren Favoriten belegen. In dem Fall sind es sogar bis zu 6 Stück. Wir haben hier noch das Apple CarPlay auf der Startseite. Das brauchen wir nicht. Wir haben kein Apple Phone. Wir wollen Android Auto. Und deswegen holen wir uns das nach vorne auf die Startseite. Und somit haben wir unsere wichtigsten Icons vorne direkt auf einer Seite. Das Android-Auto ist natürlich auch eine prima Geschichte. Du kannst da einfach Musik hören über dein Handy, was du abgespeichert hast, oder hörst über irgendwelche Apps, zum Beispiel Spotify oder Amazon Music, kannst du Musik hören dann. Aber du kannst sie auch navigieren lassen per Sprachbefehl. Zum Beispiel kannst du jetzt einfach denken, na gut, ich fahre jetzt mal zum Aldi oder ich weiß gar nicht, wo der nächste Aldi ist und ich möchte da gerne hin. Und dann sagst du halt, okay Google, navigiere mich zum nächsten Aldi. Nach Aldi Süd navigieren. Ja, und schon führt sie uns jetzt dahin. Ja, und mit diesem Android-Auto kannst du natürlich auch WhatsApp-Nachrichten verschicken, ja, per Sprachbefehl. Und dann schicken wir doch einfach mal einen an die Manuela. Okay, Google, sende eine Sprachnachricht mit WhatsApp an Manuela Fröse. Deine WhatsApp-Nachricht an Manuela Fröse lautet WhatsApp. Möchtest du sie senden oder ändern? Ich möchte sie ändern. Wie lautet die Nachricht? Hallo, mein Schatz, ich bin gleich zu Hause. Deine WhatsApp-Nachricht an Manuela Fröse lautet: Hallo, mein Schatz, ich bin gleich zu Hause. Möchtest du sie senden oder ändern? Senden. Die Nachricht wird versandt. So, Manuela, schau doch mal, ob sie schon ankommt. Dann schau ich mal, ob ich eine Nachricht von dir drauf habe. Ja, eine WhatsApp vom Olli. Hallo, mein Schatz, bin gleich zu Hause. Ist cool, ne? Ja. Ja, um richtig navigiert zu werden, müsst ihr natürlich auch die Einstellungen von dem Navi richtig einstellen, damit das Navi auch weiß, was für ein Fahrzeug ihr fahrt. Dazu gehen wir auf Navigation. Warten wir, bis die Radioleiste weg ist. Dann hier auf diese drei Striche. Drücken mal nach rechts, bis wir zu den Einstellungen kommen vom Navi. So, und da haben wir die Routeneinstellungen. Da tippt ihr dann drauf. Und dann könnt ihr das Fahrzeug einstellen. Also wir haben jetzt hier schon eingegeben, dass wir ein 3,5 bis 7,5 Tonnen Fahrzeug fahren. Kannst natürlich auch, wenn du ein kleineres Fahrzeug hast und bis unter 3,5 Tonnen, nimmst du dann das. Aber wir sind ja 3,5 bis 7,5 Tonnen. Dann geht man hier unten auf den Haken, sagt bearbeiten und bearbeitet das, was man noch isst. Also wir sind zwischen 3,5 Tonnen und 7,5 Tonnen, wie schon oft gesagt. So, meine maximale Geschwindigkeit ist 100 km/h. Also ich darf auf der Autobahn ja nicht mehr wie 100 fahren. Haben wir eingegeben. Du kannst es natürlich dann auch erhöhen, aber das ist ja Blödsinn. Wie schneller ist man eh nicht unterwegs. Ein bisschen legt man da mal drauf. Weil wir fahren meistens 105, 100, 600, 700. So, egal. Für Navigieren machen wir 100 km/h. Haben jetzt hier unsere Länge angegeben mit 7,50 Meter. Ja, 7,5 Meter. Die Breite haben wir angegeben mit 2,35. Unsere Höhe haben wir angegeben mit 3,20 Meter. Ja, dann gibst du an, ob du einen Anhänger hinten dran hast, wie viele Achsen du fährst. Maximales Gewicht und tatsächliches Gewicht. Also wir haben jetzt mal vorsichtshalber die 3,85 Tonnen angegeben, die wir auch fahren dürfen. Meistens sind wir drunter, wir sind meistens mit 3,65 Tonnen unterwegs. Aber wie gesagt. Ja, wenn man das alles eingegeben hat, geht man wieder zurück und sagt fertig. Jetzt haben wir unsere ganzen Maße da drin.
und der Navi kann dann deine Route anständig berechnen. Das ist, zeigt dann natürlich auch an, wenn du auf Autobahn jetzt fährst, man dürfte schneller fahren wie jetzt 100 km/h, zeigt da trotzdem hier an der Seite 100 km/h an. Genauso wie auf der Landstraße oder außerhalb geschlossener Ortschaften dürfen wir ja nicht schneller fahren wie 80. Auch das weiß das Navi. Deswegen zeigt er da uns immer die 80 an. Und wenn wir dann schneller fahren wie die 80, wird das dann hier rot. Und ja, du weißt, dass du so schnell fährst. Aber das können wir gleich nochmal ausprobieren. Wir zeigen es gleich. Okay, wir sind jetzt hier auf einer Bundesstraße. Wir dürfen hier nur 70 fahren. Fahre ich mal ein bisschen schneller. Und das wird sich dann jetzt hier gleich rot zeigen. Genau. Sticht sofort ins Auge. Ungefähr noch 300 Meter weiter, da hört gleich die 70er-Zone auf und dann dürfte man eigentlich wieder 100 km/h hier fahren. Und bei uns müsste eigentlich eine 80 erscheinen, weil wir angegeben haben, dass wir über 3,5 Tonnen sind. Und wir dürfen auf Landstraßen nur 80 fahren. So, hier vorne ist das Schild, 70 ist vorbei. Jetzt 80. So, und alle anderen PKWs, die leichter sind als 3,5 Tonnen, die dürfen halt jetzt 100 fahren. Aber wir halt nur 80. Ja, nun zum Thema schlechter Radioempfang im Fahrzeug. Es liegt ja meist an dieser Spiegelantenne, die im Ducato oder baugleichen Fahrzeug eingebaut ist. Und das ist ja nur eine befriedigende Lösung, dass diese Antenne. Eine viel bessere Lösung wäre natürlich, wenn die Antenne oben auf dem Dach vom Fahrzeug verbaut ist. Eine sogenannte 360-Grad-Antenne. Und von der hast du dann rundum Empfang. Ja, ja, wir werden das jetzt auch mal die nächste Zeit beobachten. Wir gehen ja wieder auf Tour, wir haben ein wenig Urlaub. Und sollte bei uns der Empfang jetzt auch uns nicht zufriedenstellen, ich denke, dann wäre... Ja, da haben wir eine Adresse von der Antennentechnik Bad Blankenburg. Genau. Die bietet im Spätsommer eine 360-Grad-Antenne an. Ja, und wenn wir nicht zufrieden sind, dann werden wir uns so ein Ding noch besorgen. Ne? Ja, dann lassen wir es uns drauf machen. So, und jetzt haben wir das Zeneck mit einem Handy verbunden, und zwar das mit der Manuela. Das ist dann blau hinterlegt und... Das zeigst dann an. Und Manu, was hast du denn jetzt vor mit deinem Handy? Ja, ich möchte euch heute auch noch einen kleinen Tipp weitergeben. Und zwar die App, die kostenlose App Free on Tour. Und zwar könnt ihr mit der App euren nächsten Urlaub planen. Einzelne Reiseziele oder auch Touren. Ihr könnt vorgefertigte Routen abspeichern auf dem Navi. Oder ihr könnt euch selber eine Tour zusammenstellen. Wir haben uns natürlich jetzt auch schon ein bisschen Gedanken gemacht für unseren Sommerurlaub. Und ich habe einige Stellplätze und Campingplätze schon mal abgespeichert, die wo uns passen. Also wir müssen ja auch ein paar Kriterien berücksichtigen. Zum Beispiel, dass wir einen Hund dabei haben und dass wir am Wasser stehen wollen. Hinterlegt man mit dem gelben Stern. Seht ihr jetzt gleich. Ich gehe jetzt in mein Profil. Hier sind meine gespeicherten Lieblingsobjekte hier. Hier ist der gelbe Stern hinterlegt. Und den möchte ich, also diesen Platz möchte ich jetzt aufs Navigationsgerät übertragen. Und der Clou an der App ist ja, dass man sich dieses ganze lästige Eintippen von Adresse und so weiter alles spart. Weil oft notiert man sich ja mal die Adresse auf einen Zettel, dann ist der Zettel weg. Oder man weiß nicht mehr die Straße, man weiß nicht mehr die Hausnummer und fährt dann so aufs Ungewisse los. Ihr geht einfach auf euren gespeicherten Platz, geht auf Lage und Kontakt, dann kommt da unten der Button Send to Car. Route wird übertragen und zack, da ist es. Schon ist er auf dem Navi drauf. Und dann klicken wir das an, Neuberechnung der Route und zack, ist alles da. Und ihr könnt schon losfahren. Also ich finde es genial, wir werden es jetzt im Urlaub mit Sicherheit verwenden, weil man spart sich wirklich dieses lästige Eintippen von Straßen und Orten. Es geht einfach ratzfatz. Die Free on Tour App und Send to Car funktioniert nur in Verbindung mit der Navikarte mit der EHG-Version. Zu bekommen bei Movera, Hümer und Detlefs und bei allen anderen Marken der Hümer-Gruppe, wo das Gerät ab Werk verbaut ist. Den Link dazu setze ich noch in der Beschreibung mit rein. Ja, gehen wir nochmal auf die Einstellung zurück. Da waren wir jetzt bei Bluetooth. Da können wir jetzt die Audio-Einstellungen vornehmen. Wir sind jetzt hier im Expertenbereich. Das habe ich selber eingestellt. Ne, da habe ich meinen Equalizer so eingestellt, wie ich das gerne hätte. Man gibt aber auch Vorgaben da, wo
gehen wir da wieder raus und haben wir hier die Vorgaben von Flat, Jazz, Pop. Je nachdem pegelt sich der Ton dann ein. Da haben wir gerade Nachrichten. Können wir es einmal kurz zeigen? Sprach bei einer Bankenkonferenz in Frankfurt von einem totalen Desaster. Das ist Klassik. Hier hätten private Rock und öffentliche Institutionen Dance, inklusive seiner eigenen Behörde versagt. Ja, und soft noch. Rom. Der emeritierte Papst Benedikt hat seinen fünftägigen Besuch. Das weiß ich gar nicht, ob ich wieder in meinen zurückkomme, aber ich kann jetzt einmal die Einstellung zeigen, zum Beispiel Rock. Anschließend zu seiner Residenz. Gehen wir mal in den Bereich hier. Und dann kann ich dir den Equalizer zeigen, so wie es gerade jetzt mit Rock eingestellt ist. Also so ist gerade das Rock. Am Donnerstag war Benedikt der 16. nach Regensburg gereist, um sich dort von seinem 96-jährigen Bruder Georg zu verabschieden. Bad Nauheim. Der Intendant des Münchner Volkstheaters und Regisseur der Oberammergauer Passionsspiele, Christian Stückel. Und noch ein kleiner Tipp in Bezug auf das Klemmbrett. Wie ihr seht, man kann es noch hochklappen. Es steht zwar an, hier am großen Display, aber wenn man es braucht, kann man es hochklappen, man kann es nutzen. Und vielleicht als kleinen Tipp da unten ein bisschen Filz oder was draufkleben, damit es hier keine Scheuerspuren gibt. Ansonsten ist es weiterhin nutzbar. So, jetzt zeige ich euch nochmal, wie das mit der Kamera so richtig stark funktioniert. Die schaltet wahnsinnig schnell um und die bleibt dann auch eine gewisse, jetzt haben wir es glaube ich auf 7 Sekunden eingestellt. Und so lange bleibt sie auch an und ihr könnt hin und her fahren. Schaut mal auf das Radio. Lauf, Gang rein, zack, ist die Kamera da. Machen wir ein Stück zurück. So, und jetzt müsste ich einmal noch mal ein bisschen korrigieren. Ich setze nochmal nach vorne. Das ist jetzt diese Nachlaufzeit. War noch 5 Sekunden. Und jetzt fahren wir wieder zurück. Ich bin total begeistert. Mir macht das so viel Spaß. Das große Display, man sieht wirklich komplett die ganze Straße. Man erkennt alles. So, jetzt machen wir den Vorwärtsgang wieder. Nein, jetzt müsste das gleich ausgehen und unser Radio müsste wieder erscheinen. So fahren wir hier rein in unsere Einfahrt. So, ich hoffe, euch hat unsere kleine Vorstellung vom Radio gefallen. Und ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen. Die, denke ich mal, wichtigsten Punkte haben wir aufgezeigt. Ja, in Wirklichkeit kannst du über dieses Radio-Navi kannst du da 2-3 Stunden drüber erzählen. Und findest doch kein Ende, weil das ist so umfangreich, das Thema. Das ist echt Wahnsinn. Ja. Eins wollte ich noch sagen, wir sind nicht gekauft worden und nicht bestochen worden, um das zu machen. Wir sind eh unbezahlbar. Genau. Also in diesem Sinne, ne? Bleibt gesund. Oder werdet gesund. Tschüss. Bis bald.